Ich freue mich, Ihnen das Pastell Ballerina im Ankleideraum aus dem Jahre 1924 von Karl Stoner vorstellen zu dürfen. Die Natürlichkeit der Kunstform. Wir sehen eine Ballerina, die sich den rechten Ballettschuh anzieht, während der linke noch vor ihr auf dem Boden liegt. Gerade aus der Beiläufigkeit der Szenerie speist sich ihre Intimität. Die blonde junge Frau geht ganz in der Tätigkeit auf, sich für den Tanz vorzubereiten, ohne uns dabei zu gewahren, während wir in dem für das Publikum unzugänglichen Umkleideraum genau vor ihr situiert sind und sie beim Ankleiden betrachten. Auch wenn sie noch keinen Tanzschritt vollführt, liegt in der gezeigten Handlung eine anmutige Eleganz, die im Gegensatz zur einstudierten Kunstform des Tanzes ganz natürlich wirkt. Die junge Frau präsentiert sich eben nicht in Form vollendeter Bewegung vor einem Publikum, sondern vollführt eine ganz alltägliche Handlung, ohne zu wissen, dass sie dabei betrachtet wird. Konzentriert, beinahe hingebungsvoll, zieht sie den Ballettschuh über die Ferse und bemerkt nicht, dass ihr dabei ein Träger des Tütüs von der Schulter gerutscht ist, was den erotischen Moment der Szene noch verstärkt. Karl Stoner hat die an Edgar Degas inspirierte Darstellung in kräftigen Pastelltönen ausgeführt. Das dominierende Blau und Türkis verleiht der Szene etwas magisch Geheimnisvolles und ist eben wie das Rosa der Strümpfe und Ballettschuhe den von Degas dargestellten Tänzerinnen entlehnt. Degas Farben sind allerdings kühler temperiert, was sich insbesondere im hellen, pastos aufgetragenen Inkarnat zeigt. Hier hält die Lebensfülle Auguste Renoirs Einzug ins Bild und lässt die Tänzerin ganz aus Fleisch und Blut erscheinen. Karl Stoner, der die Pastelle von Degas und Renoir intensiv studiert hat, vermählt hier beide Künstler miteinander und schafft damit eine eigene Bildsprache. Den Hintergrund hat er in breiten Strichlagen angelegt, die farblich von Weiß über Türkis bis Dunkelblau reichen. Es entsteht eine musterförmige, dynamische Struktur, die die ruhig in sich gekehrte Haltung der Frau konterkariert. Der Fond nimmt gleichsam die Dynamik der Choreografie des Tanzes vorweg, auf den sich die Ballerina vorbereitet. Zugleich wird durch den Hintergrund der breite Pastellstrich als adäquates Malmittel thematisiert, die weiche, fließende Eleganz der Tänzerin zu veranschaulichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Ihnen die Qualitäten dieses Werks etwas näher bringen können. Thank you.